So, dann geht's heute auf der Blutmythos-Insel weiter. Wir reiten jetzt erstmal Richtung Tannenfeste. Und ja, vielleicht gibt es da doch noch eine Quest. Ich glaube es aber nicht. Ich will jetzt gerade mal gucken, wie es mit Quests hier aussieht. Also Blutmythos-Insel gibt es 2, 4, 6, 8 Geschichtsstränge. Das wird schon mal angezeigt. Und ich sehe gerade, alter Schwede. Allein beim Klassik fehlt hier eine Menge. Ich will gerade mal gucken. Erkundung. Östliche Hammer alles. Kalimdor Hammer alles. Scherbenwelt. Tötet jeder der unten aufgelisteten extrem sehr. Okay. Heißt, da brauchen wir noch eine Menge. Ach du Kacke. Das ist nicht gut. Nein, müssen wir mal gucken. Nordend. Sind noch mehr. Ja, das Problem ist, man weiß halt nie, wann die. Man weiß halt nie, wo. Oder wo schon, aber wann die Gegner auftauchen. Das ist das größte Problem dabei. Pandaria gibt es wahrscheinlich. Oh. Esst alle Arten zeitloser Nahrung auf der zeitlosen Insel. Zeitlose Insel waren wir auch noch nicht gewesen. Da könnten wir auch mal hin. Da gibt es auch eine Menge seltene Kreaturen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber wenn ich überlege, Quests, Arati-Hochland, Ödland, verwüstete Lande, brennende Steppe, Schlingdorn-Kap, östliche Pestländer, Hinterland. Alles noch nicht durchgequestet. Das ist hart. Dämmerwald. Alter Schwede. Normalerweise müssten wir wirklich einen Charakter anfangen, mit dem alles durchquesten, dass wir die ganzen Erfolge kriegen. Aber da sind wir ja. Vor allem, wenn dann im August es Add-on erscheint, brauchen wir noch ja noch mal bis dahin 1000 Folgen, bis wir überhaupt mal alles durchgequestet haben. Na, das lassen wir erstmal. Möge das So, Licht euch umarmen. Lieblingsleckerli. Auna bei Kessels Wegelager möchte, dass ihr ihm 10 Sandbirnen bringt. Dionys Marker. Die Nahrung haben Raubtiere aus Sie einer anderen vergessen. Welt. Tötet 10 junge Blutfelshetzer und kehrt danach zu Vorkan, dem Elektreiber bei Kessels Wegelager auf der Blutmythosinsel zurück. Seid wachsam. Und Möge er das hier, Licht der euch Korsallauf. Kessel bei Kessels Wegelager möchte, dass ihr den Oberhäuptling Tannenruh bei der Tannenruhfeste, Ex-Arch Menelaus bei der Azurwacht und Admiral Odysseus bei. Vor der unmittelbar bevorstehenden Blutelfeninvasion warnt. Ihr habt 15 Minuten, kehrt anschließend zu Kessel zurück. Verliert euren Glauben nicht. Was? Was? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich werde euch meinen Elek zur Verfügung stellen. Ah, daher hat er einen Elek gehabt. Wir müssen die Quest nochmal abbrechen. Also, abbrechen, abbrechen. So. Wir müssen nämlich hier aus dem Gefährt raus, ansonsten können wir Seid gesegnet. keinen, nicht auf einen Elek. Nee, es wäre nicht sinnvoller gewesen. Das heißt, wir müssen jetzt schon wieder nach unten reiten. Ich habe keine Lust mehr. Ja, es ist etwas blöd gemacht. Das haben sie etwas blöde gemacht.
Heißt, wir müssen jetzt nochmal komplett nach unten. Und das Blöde ist, wir haben unseren Ruhestein erst benutzt. Sonst hätten wir sagen können, okay, wir benutzen unseren Ruhestein, reiten erst nach unten, dann reiten wir nach oben und dann können wir die Quest wieder abgeben. Aber nein. Ja, komm, bleib einfach weg. So. Zack, tschüss. Ja, vor allem 15 Minuten hatten wir Zeit dafür. Also, Entschuldigung, muss gleich mal was trinken. Also ich sag mal, wenn wir hier normal von oben nach unten durchreiten, brauchen wir nicht mal 5 Minuten dafür. Gut, wir müssen dann ja wieder nach oben. So. Wir müssen ja dann wieder nach oben zur Blutmythosinsel. Ich weiß halt nicht, ob das innerhalb der Zeit sein muss. Das kann ich leider nicht sagen. So, den hier warnen. Tschüss. Und dann einmal wieder nach komplett unten. Da müssen wir hin. Da, wo der Turm steht. Ich habe gedacht, wir müssten nicht mehr hier runter. So, jetzt geben wir ab. Ehre dem König. Zack. Freund. Wir haben 3 Minuten und 10, 15 Sekunden gebraucht. Naja. Jetzt will ich mal gucken, ob das noch weiterläuft. Ja, das läuft noch weiter. Also 3 Minuten 15 Sekunden haben wir für den Runterweg gebraucht. Jetzt nochmal den Weg nach oben, obwohl wir können, wir brauchen ja mit keinem mehr sprechen. Das heißt, wir haben dann noch, Moment, 6 Minuten, 6 Minuten 30, sind wir bei 8 Minuten 30 ungefähr, die wir dann noch übrig haben. Also man könnte ohne Probleme die Zeit auf 10 Minuten runtersetzen. So. Wenn wir jetzt schon anfangen, hier rüber zu reiten, haben wir eine Menge Mobs. Also nein. Wir reiten so, wie wir auch hergeritten sind. Ich muss nur dran denken, dass ich, bevor wir die Quest abgeben, gucken, wie viel Zeit wir noch übrig haben. Wahrscheinlich mehr, als ich jetzt ausgerechnet habe. Weil wir mussten ja nicht zu den einzelnen Leuten noch hinreiten und die ansprechen. Wir können ja jetzt einfach den kompletten Weg nach oben durchrasen. Schön wär's. So, und da sind wir schon wieder zurück. Mir kommt.
kommt so vor, als wären wir in der Folge jetzt schon mal hier hochgeritten. Also ein leichtes Déjà-vu habe ich von hier. So, was haben wir hier? 9 Minuten. Ah. 9 Minuten haben wir dann noch übrig. Also wir haben 6 Minuten gebraucht insgesamt. Quest beendet. Und wir sind Level 15 geworden. Sehr schön. So, Machtdemonstration. Kessel möchte, dass ihr Lord Xitz bei der Hasspranken-Zuflucht tötet und das Banner der Trenal durch seinen Körper stoßt. Nehmt den Weg, jo, den nur wenige gehen. Wir gucken jetzt erstmal nach unserem Talent. Erhöht den verursachten Schaden von Urteil des Templers um 20 und den Schaden von göttlicher Sturm um 10%. Ein Hammer fällt langsam vom Himmel und verursacht nach 6,7 Sekunden 1510 Heiligschaden. Weihe. Wir lernen Weihe. Das ist sehr schön. Beim Questen. Flächenschaden. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wir müssen erstmal hier rüber. So, und hier drüben brauchen wir einmal Sandbirnen. Leckerli. Hallo, Leckerli. Und da kommt der Braunbär und will uns das Leckerli wegnehmen. Ich glaube, es hackt. Oh, hier ist noch ein Leckerli. Jo, komm hier. Ja. Sehr schön. Und von den Felssetzern müssen wir 10 Stück killen. Hallo? Ey! Freund! Hallo! Hier bleiben! Ich glaube, es hackt. Angsthase. Du, komm her. Jetzt hebe ich mir. Ja, brauche ich gar nicht. Aufheben. Sehr schön. So, da drüben. Birne, Birne, Birne. So, hier machen wir Weihe. Sehr schön. Flächenschaden. Hallo. Du kommst doch eh zurück. Warum haust du denn erst ab? Mann, Mann, Mann. Umständlich, die Leute heutzutage. So, Naschibirnen. So, da eine Birne. Nö, da ist eine Birne. Naschibirne, Naschibirne. Leckerli, komm her. Ne, 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 Freund. So, hier sind noch 2 Birnen. 1, 2. So, dann hier der junge Felshetzer. Ah, Mist. Wieder das aktiviert. So. So, Birnen. Brauchen wir jetzt noch 3 Stück. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir jetzt noch 3 Birnen herkriegen. Irgendwo hier um die Bäume rum. Da drüben ist eine. Ne, 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 ne. Freund, du bleibst hier. Hallo? Plündern. Birne. So, das war die. Oh, da drüben ist noch eine. Ich frage mich, warum der immer noch nachschlägt. So, da ist eine. Und da wird auch wohl noch irgendwo eine sein. Hier irgendwo vielleicht. Hallo, eine Birne bitte. Da drüben ist eine Birne. Und da ist ein Bär.
Ich muss näher ran. So. Warum kann ich den nicht plündern? So. Haben wir auch fertig. Ja, gehen wir die Quest direkt ab. Wir nehmen den hier. Möge eure Familie gesegnet sein. Das war's. Seid herzlich gegrüßt. Und gehabt euch wohl. Das war's. Hier kann ich was verkaufen. Ja, wir haben schon wieder nur noch einen Taschenplatz. Das ist richtig blöd gemacht hier. Handgelenke können wir einmal austauschen. Ich habe keine Ahnung, für was wir den hier brauchen. Öffnet den Hetzerkäfig. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass wir da drüben irgendwas hier drüben übersehen haben. Dass da vielleicht irgendein Felshetzer noch da war. Wir löschen das Ding einfach. Löschen. Gut. Jo.